Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe mir noch mein Wasser gerade geschnappt und habe mich auch schon fertig gemacht. Ich bin heute irgendwie nicht so zufrieden mit meinen ganzen Outfits, die ich schon anhatte. Deswegen habe ich mich einmal komplett neu angezogen. Toll. Ja, aber genau, ich wollte jetzt erstmal noch hier diese 1-Liter-Flasche Wasser trinken. Ich weiß gar nicht, ob heute der Supermarkt auf hat, sonst müsste ich da vielleicht nochmal hin, um ja, leckereres Wasser zu kaufen als das, was es halt hier gibt, weil das schmeckt schon ein bisschen nach Chlor. Ich habe mir ja für 9:30 eine, nee, für 9:30, ich bin ganz verwirrt, für 10:30 eine Massage gebucht. Und jetzt haben wir 9:58 Uhr, also gleich 10. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil es wird, glaube ich, sehr entspannt. Und man kann immer Entspannung gebrauchen. Und dieser Urlaub ist wirklich so für meine Me-Time da, dass wir das so ausnutzen. Und dass ich mir da einfach auch mal eine Massage gönne. So, jetzt habe ich ja auch noch ein bisschen aufgeräumt. Ansonsten habe ich heute nicht viel geplant. Das soll eigentlich so wie immer sein. Also ich überlege mir dann einfach spontan, was ich mache. Ich packe einfach immer meinen Rucksack mit meinen Sachen, die ich so brauche. Und dann laufe ich hier immer so ein bisschen herum. Ich hatte überlegt, schon mal zu dieser Rotunde da oben nochmal zu fahren beim Sonnenuntergang. Ich glaube, das wäre echt ganz cool. Was ich noch zeigen wollte, sind meine neuen Nägel. Die habe ich mir auch gestern machen lassen, also auch sehr, sehr cool. Und ja, grundsätzlich, sonst gibt es nichts mehr anderes zu sagen. Ah doch, gestern bin ich durch die Straßen gelaufen. Also ich war ja gestern noch auf der anderen Seite, da habe ich euch ja auch mitgenommen. Und da bin ich so durch die Straße gelaufen und dachte mir so, ach du Scheiße, seit wann kann Porto so voll sein? Weil ich glaube, ich war noch nie an einem Wochenende hier. Und es waren so viele Junggesellenabschiede hier, also das war, damit habe ich nicht gerechnet. Und dementsprechend, ja, bin ich dann aber trotzdem relativ früh auch ins Airbnb gegangen. Ja, das dazu. Hab mir noch abends so ein Brötchen mit Käse gemacht, was ich mir geholt hatte. Und habe mir noch so ein Eistee geholt gehabt. Das war das Einzige, was ich da noch gemacht hatte. Und ja, genau, jetzt hole ich mir noch Bargeld, weil ich glaube, ich kann die Massage nur mit Bargeld bezahlen, würde ich mal schätzen. Deswegen habe ich es lieber dabei. Und ja, achso, für meine Nägel, falls es euch interessiert, habe ich jetzt, also irgendeiner von den kleinen Fingern war ja auch kaputt. Das heißt, ich musste einen nochmal komplett neu machen. Und dafür hat das jetzt 30 Euro gekostet. Und ich zahle in Deutschland eigentlich immer so mindestens 35, wenn nicht eher schon so 40 Euro, wenn ich mir die neu auffüllen lasse. Deswegen, das war echt ein ganz guter Preis und die Qualität ist auch echt ganz gut. Und die hat mir noch eine Maniküre dazu gegeben, was ich in Deutschland auch meistens nicht bekomme. Deswegen kann ich empfehlen, euch in Portugal oder in Porto die Nägel zu machen. Die Massage, das wird eher wie so eine Lymphdrainage, zumindest habe ich das gebucht. Und die geht dann 90 Minuten lang, weil ich dachte, wenn nicht 90 Minuten, dann lohnt sich das ja gar nicht. Und deswegen bin ich gespannt, weil ich kenne ja Lymphdrainagen von zu Hause, von der Physio auch, von nach der OP beispielsweise, was das für eine Lymphdrainage wird und an welchen Körperstellen das Ganze dann eben auch stattfindet. Ob das eine Ganzkörper-Lymphdrainage ist, weil sowas wollte ich eh mal die ganze Zeit mal ausprobiert haben. Deswegen, das finde ich schon sehr, sehr cool. Und ja. Ansonsten melde ich mich später nochmal, wenn ich dann fertig bin mit der Massage oder vielleicht filme ich auch ein bisschen mit bei der Massage. Das weiß ich noch nicht so ganz, wie das möglich ist. Deswegen, wir sehen uns dann später. So, ich hatte gerade die Massage und das tat wirklich sehr, sehr gut. Ich hatte sehr geschwollene Beine und die habe ich jetzt nicht mehr, also genau, sehr, sehr cool. I'm falling, I still see your light, and I know you'll be mine if I'm falling. So, ich bin wieder weg von der Massage. Ich habe mir noch was bei Starbucks geholt, weil jetzt wird fleißig gearbeitet. Mein Laptop steht hier quasi drunter. Und die Massage war echt sehr gut, die war sehr entspannt. Danach war ich noch so ein bisschen, bin ich noch so rumgelaufen und habe dann nur noch was gegessen in dem
veganen Buffet-Restaurant wieder. Also das kann ich wirklich sehr ans Herz legen, wenn man nach Porto kommt und ja, vielleicht mal was anderes essen möchte, außer die portugiesische Küche, dann kann ich da das sehr ans Herz legen. Ansonsten trinke ich jetzt meinen, was ist es überhaupt, was habe ich hier bestellt? Ein Eis Karamell Macchiato. Ich habe so einen Tipp auf TikTok, glaube ich, gesehen, dass wenn man einen normalen bestellen würde und dann dazu einfach noch so ein paar Eiswürfel, dass das viel günstiger wäre. Das wollte ich eigentlich ausprobieren, aber mir war es ein bisschen unangenehm. Deswegen habe ich es nicht ausprobiert. Aber ja, ich taste das jetzt mal. Achso, und die Massage, das war ja quasi wie so eine Lymphdrainage. Und ich habe danach richtig festgestellt, wie meine Beine sich entwässert haben. Und ich finde, man kann es auch so ein bisschen am Gesicht erkennen. Weil ich habe sonst immer ja auch schon mal ganz gerne so ein Doppelkinn. Und das habe ich ja gerade nicht. Und ja, das fand ich, hat gut funktioniert. Genau. So, ich habe jetzt die ganze Zeit gearbeitet. Oh, hier ist ja fancy Licht. Und habe jetzt aber gedacht, okay, ich gehe jetzt noch mal eine Runde raus und setze mich in den Park. Meine Haare sind ein bisschen ölig von der Massage. Aber gut, dann wasche ich sie halt morgen noch mal. Vielleicht lasse ich die auch einfach entfetten. Weil ich hatte die gestern ja schon gewaschen. Also eigentlich bin ich nicht so ein Fan davon, die so oft zu waschen. Aber egal. Ich habe wieder mein neues Oberteil an. Und so eine weitere Hose. Genau, ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht sogar zu warm ist, aber ich will da ein bisschen sitzen, deswegen packe ich mich hier unten lieber wärmer ein als oben. Oben, das könnte ich ja so und dann noch ausziehen und dann ja, habe ich da quasi ein bisschen mehr Frische. Ich nehme mein Notizbuch mit und versuche dann wieder eine Runde zu journalen. Vielleicht kaufe ich mir noch Wasser oder so irgendwo. Aber ja, da geht's jetzt erstmal hin. Ich habe voll vercheckt, dass man ja auch mal in die andere Richtung gehen könnte hier. Und das habe ich jetzt gerade gemacht und festgestellt, dass hier auch noch schöne Spots sind. Und vor allem den Frühstücksspots. So, ich war ja eben noch draußen und jetzt bin ich aber wieder hier und habe dann ja noch was gekocht, das habt ihr auch gesehen. Und ja, jetzt setze ich mich noch ein bisschen an die Arbeit ran und genieße den Ausblick währenddessen, weil der ist wieder wunderschön. Ich zeig's euch direkt. Ich finde, das ist schon echt schwer, hier auf so einem kleinen Raum Ordnung zu behalten. Und ich denke mir jedes Mal so, hey, ich habe doch gerade aufgeräumt und dann sieht es schon wieder so unordentlich aus, weil ich habe ja nur diesen Raum hier quasi. Und 2 Wochen hier auf diesem Raum zu sein, ist schon funny, aber ist auf alle Fälle machbar. Man hätte ja sonst nicht diese Menge an Klamotten quasi alle an einem Ort oder würde die besser verstauen. Also ich habe jetzt hier beispielsweise auch noch so einen Schrank, der komplett ungenutzt ist. Ja, genau. Der Tag war ein bisschen entspannter. Ich habe jetzt eben gerade noch was gearbeitet und jetzt wollte ich mal endlich meinen, ich habe so einen Kurs gekauft, weitermachen. Ich hatte den das letzte Mal in Barcelona gemacht und da geht es so ein bisschen um weibliche, männliche, weibliche Energien. Was ja nicht unbedingt mit dem Geschlecht zu tun hat, sondern eher mit den Energien, die quasi im Körper fließen. Und den wollte ich jetzt machen.
Und da setze ich mich jetzt auch dran. Und ich muss auf alle Fälle, ich denke, in den nächsten Tagen wieder mehr auch mit der Kamera sprechen, weil ich natürlich jetzt gar nicht mehr so viel auch hier entdecken kann. Also klar, schon noch, aber ja, jetzt so langsam beginnt hier halt eben dieses Thema, okay, ich kann jetzt hier wirklich meinen Alltag leben und muss nicht ständig noch irgendwie alles filmen und mitnehmen und so. Genau, das dazu. Guten Morgen! Heute wird sich an meinem Masterbett gesetzt. Sehr nice. Dazu öffnen sie mir erstmal und ich habe mir auch noch einen Kaffee gemacht. Dann habe ich heute Mittag noch einen Call. Und ansonsten habe ich überlegt, ob ich nach Lissabon fahren soll mit dem Zug oder so. Und dann da auch eine Nacht übernachten. Ich weiß halt nicht, ob sich eine Nacht so lohnt. Aber ja, weil man braucht halt schon, also es sind 273 Kilometer und man braucht mit dem Zug schon 3 Stunden 40. Und dann würde ich halt ankommen und dann, ja. Würde ich halt da übernachten und mir das vielleicht einfach mal anschauen. Ich muss aber mal schauen, wie das Wetter wird, weil hier soll es ja anfangen zu regnen, was ich nicht so toll finde am Samstag. Vielleicht ist das Wetter dann in Lissabon ein bisschen anders, sodass man das dann ja nutzen könnte. Lissabon. Okay. Es regnet auch an einem Tag, aber es ist wärmer. Und ich bleibe ja bis zum Dienstagabend. Das heißt, ich könnte vielleicht schauen wir uns das ja mal an. Sonntag auf Montag wäre eine Option. Muss ich aber auch mal schauen, wie das mit dem Airbnb aussieht. Ja, ich überlege mir das nochmal. Ich bin mir da noch so ein bisschen unschlüssig. Aber ihr werdet auf alle Fälle mitgenommen. Ich habe schon einiges geschafft für die Masterarbeit und vor allen Dingen habe ich eine richtig gute Quelle gefunden. Ansonsten habe ich heute Morgen ja ein bisschen was gearbeitet und habe ja auch gleich noch einen Call. Aber ich wollte jetzt, denke ich, kurz mal was einkaufen gehen, damit ich heute Mittag auch was zu essen habe. Und dann koche ich mir das heute Mittag. Und gehe jetzt aber noch mal kurz Pastel de Nata holen und auf dem Weg überlege ich mir, was ich heute essen möchte. Vielleicht auch für heute Abend, aber erstmal nur für heute Mittag und das andere kaufe ich dann vielleicht trotzdem ein. Genau. So, ich war jetzt gerade noch einkaufen und ich habe für 20 Euro eingekauft und ich kann mir vorstellen, dass das so ein paar Tage schon reicht. Deswegen gibt es jetzt auch erstmal wieder ein paar Nudeln. So, ich bin jetzt wieder draußen und für mich geht es jetzt noch mal ein bisschen die Stadt weiter außerhalb zu erkunden. Und da fahre ich mit der Metro hin, weil ich habe ja auch noch relativ viele Fahrkarten. So, ich bin jetzt hier an der Haltestation ausgestiegen und jetzt besuche ich erstmal hier so eine Kirche und dann geht's weiter zu einem Café. So, ich war gerade ja noch Kaffee trinken und ich habe also gemerkt, dass ich dieses Kaffee kenne und es hat mich irgendwie so irritiert. Aber tatsächlich war ich da schon mal. Ich weiß nicht, ob ich da letztes Jahr war, vor 2 Jahren war oder vor 3 Jahren. Das ist random, weiß ich nicht. Ich bin wieder im Airbnb. Und gehe jetzt aber, denke ich, nochmal raus, weil ich war gerade schon in einem Café und da habe ich ja schon gesagt, irgendwie, woher kannte ich dieses Café und ich war da auch schon mal, also ganz 100%.
Und ich mache mir nochmal meinen Dutt hier irgendwie neu. Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber auf alle Fälle wollte ich jetzt nochmal ein bisschen was arbeiten. Und ich dachte mir so, voll unnötig nach Porto zu reisen und dann bei so schönem Wetter im Airbnb zu arbeiten. Vor allen Dingen ist es hier auch gerade sehr, sehr warm, weil, wie gesagt, hier das unterm Dach ist. Man sieht es ja auch an den Dachschrägen hier. Und genau. Mittwoch am frühen Nachmittag sollen Noten kommen von der Klausur von letztem Semester, die quasi noch offen war. Also die Note ist noch offen. Und ich bin die ganze Zeit so nervös, deswegen. Das kann man mir nicht antun, zu sagen, okay, die Noten, die kommen dann und dann. Und nicht einfach, also man kann ja auch einfach die Noten schicken. Wie wäre es denn damit? Ich mag das überhaupt nicht. Jetzt mache ich mir da die ganze Zeit Gedanken, weil davon hängt halt so ein bisschen was ab. Aber egal, ich drücke mir einfach selbst die Daumen und hoffe, dass es funktioniert. Ich habe übrigens meinen grauen Rock heute wieder angezogen und so ein graues Oberteil. Es sind aber so verschiedene Graustufen, deswegen mag ich das. Und es ist wirklich sehr warm draußen. Ich dachte heute Morgen, oh, frisch, aber ja, warm. Und deswegen wollte ich jetzt meinen Laptop einpacken und noch ein bisschen was arbeiten. Aber irgendwie, ich bin so innerlich so aufgewühlt, dass ich nicht weiß, wie produktiv das sein wird. Aber gut, ich nehme mir mein Notizbuch mit. Hier übrigens 2,5. In das eine schreibe ich immer privaten Stuff rein und in das hier schreibe ich immer meine To-Dos rein. Aber jetzt hatte ich nur das andere eben mit, das private, und dann mussten da so Business-Stuff-Dinge rein. Aber egal. Auch das ist mir jetzt egal. Mir ist alles jetzt egal. Und meine Haare sind auch noch voller Massageöl, weil ich die gestern nicht gewaschen hatte, sondern nur meinen Körper abgeduscht hatte nach der Massage. Weil ich es gar nicht eingesehen hatte, meine Haare zu waschen nochmal. Und die werden aber heute auch nochmal gewaschen, weil das ist... Ja, die riechen auch noch richtig nach Massageöl. Aber gut, das kann morgen auch weg, beziehungsweise heute Abend. Genau, das dazu. Ich bin jetzt wieder zu Hause, oder nicht zu Hause, aber im Airbnb. Und war sehr produktiv tatsächlich, also... So ein Coffee-Working-Dings kann ich auf alle Fälle empfehlen. Und morgen geht es ja, wie gesagt, ins Coworking. Jetzt wird einfach nur noch ein bisschen YouTube oder vielleicht auch Trash-TV geschaut. Ich glaube, heute kommt gar kein Trash-TV, aber egal, YouTube. Und dann geht's auch schon schlafen. Es ist zwar noch relativ hell, aber irgendwie, ich bin so K.O. Und ja, meine innere Unruhe wächst und wächst und wächst. Ich drücke mir wirklich die Daumen wegen der Klausur. Boah. Wenn dieser Mittwoch vorbei ist, dann freue ich mich so sehr, wirklich. Guten Morgen wünsche ich dir. Ich will jetzt mal versuchen, in ein Coworking zu gehen. Hier ist nämlich eins, das sieht richtig gut auch aus, auch von außen. Das heißt Selina Coworking, Selina Navis oder sowas. Selina Navis Coworking, glaube ich. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ich habe mich auch schon in meinen Business-Look geschmissen hier. Und ja, also da freue ich mich schon drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ist. Falls es geschlossen hätte, ist daneben auch noch ein nices Café, wo man sich hinsetzen kann und ein bisschen coworken kann. Da wäre halt aber kein WLAN. Und dann gibt es aber auch noch ein anderes Café, wo ich noch hingehen könnte. Genau, weil ich habe jetzt für mich beschlossen, ich gehe nicht mehr zu Starbucks, sondern lieber in coole Cafés. Und deswegen... Geht's jetzt los, also erstmal ins Coworking, und falls da nicht klappen sollte, was ich aber nicht glaube, geht's dann nochmal in ein Café. Genau, ich nehme euch wieder mit. Okay, man sieht's ja auch jetzt schon so ein bisschen im Hintergrund, aber das ist bisher das schönste Coworking, in dem ich je war. Ich fahre noch nicht so viel, aber... Das wird auf alle Fälle zu einem meiner Favorites werden. Genau, ich kann hier nicht so laut sein, weil hier Leute arbeiten. Dementsprechend bin ich leise, und für mich geht es jetzt erstmal in die Küche und ich hole mir einen Kaffee. Und schau mal, weil der meinte, hier gibt es auch Obst. Ja, ich hatte eben schon eine Mango gegessen, aber vielleicht hole ich mir noch ein bisschen was an Obst. Thank you.
wieder ins Airbnb. Ich fühle mich unglaublich gestresst. Aber gut, das ist jetzt mal egal, weil ich gehe jetzt zurück, weil ich habe mich, deshalb habe ich mich dazu entschlossen, dass ich jetzt auch zurückgehe. Einfach, ja, weil ich seit heute Morgen um 8 Uhr quasi am Arbeiten bin und jetzt haben wir 16.45 Uhr und dementsprechend wird es ein bisschen Zeit, mal nach Hause zu kommen und ein bisschen Self-Care zu genießen, weil ja, ich brauche einfach kurz mal die Zeit für mich. Und genau, es ist heute ja schon der 23. Das heißt, in 7 Tagen geht es dann auch quasi schon zurück. Also die Hälfte ist erreicht. Und ich finde es irgendwie krass, dass jetzt noch quasi genauso viel nochmal kommt, wie ich schon ja, gemacht habe. Yes, hello back. Ich habe ja eben gerade was gegessen, das habt ihr ja auch gesehen. Ich habe irgendwie heute sehr viel um die Ohren gehabt und irgendwie sehr, ich weiß nicht, ja, das war heute irgendwie nicht so mein Tag. Deswegen habe ich angefangen dann mit einer neuen Netflix-Serie, irgendwas mit Paradise, Fight for Paradise oder so. Ich weiß gerade gar nicht, wie es genau heißt. Also das Coworking, der Coworking-Space, der war richtig schön und man konnte da auch richtig produktiv arbeiten. Und ich habe euch ja schon mal in einem anderen Vlog auch davon erzählt, dass es hier ein Restaurant gibt, was es ja auch in Barcelona gab. Das heißt Honest Greens. Und einfach neben diesem Coworking, also es war dieses Celina Coworking, wird jetzt eigentlich noch mal so ein Honest Greens gebaut. Okay, nee, das Haus ist schon gebaut, also innen drinne wird es gebaut, was ich richtig, richtig cool finde. Also falls das mein Coworking wird des Vertrauens, kann man dann immer mittags zu Honest Greens gehen und da sich für 8,50 Euro so eine leckere Bowl holen. Wird auf Dauer ein bisschen teuer, man muss sich irgendwann mal die Bowl selber mitbringen, aber ja genau, also das wäre auf alle Fälle möglich. Und ja, ich schaue jetzt aber weiter die Serie, weil die macht irgendwie richtig Spaß zu gucken. Und ich glaube, es sind da auch schon alle Folgen hochgeladen. Ich weiß es nicht so ganz genau. Aber das werde ich auf alle Fälle jetzt gleich dann sehen. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend sonst noch was mache. Vielleicht noch fahre ich nochmal zum Strand, hatte ich schon mal überlegt. Aber irgendwie nach diesem heutigen Tag, ich bin für nichts mehr zu gebrauchen. Aber ich werde auf alle Fälle hier im Vlog auch nochmal berichten, was ich jetzt gemacht habe. Ich schneide gerade noch fleißig mein Video weiter, oder meine Videos, besser gesagt. Und zwar habe ich mir hier meine Nachttischlampe angemacht und versuche jetzt mal meine ganzen Gedanken, die ich in diesen Videos aufgenommen habe, mal hier so ein bisschen zusammen zu cutten. Und ich hoffe wirklich, dass dir die Reihe gefällt. Gib mir super, super gerne Feedback, auch in den Kommentaren. Und folg mir super gerne, falls du Spaß hast, dir das Ganze hier anzuschauen, was ich hier so erlebe. Ich habe auch überlegt, bald mal mit meiner Reise in der Masterarbeit anzufangen und darüber zu berichten, weil ich glaube, das könnte auch viele interessieren. Mich hätte es oder würde es auch interessieren. Ich muss mal nachschauen, ob es überhaupt so Vlogs gibt. Genau. Und damit wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann du dir das Video anschaust, auch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!